So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Der erste Teil natürlich. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Zeit. Mit den Typen haben wir schon geredet. Die spielen hier die ganze Zeit. Ja, Player 2. Spielt eigentlich bloß die ganze Zeit Player 2 hier oder hat sich das auch geändert auf 1? Ich habe das nicht beobachtet. Ich habe hier nur gesehen, dass hier ab und zu mal ein Totenkopf angeht oder so. Wir betrachten jetzt die Maschine einfach mal. Mit dieser Maschine spielen die beiden dieses seltsame Rollenspiel. Meine Verwandtschaft hätte ihre reine Freude daran. Warum spielen die auch so gern? Ich verstehe zwar nicht, was da angezeigt wird und auch nicht, was die beiden eingeben, aber die Maschine scheint tadellos zu funktionieren. Ja, gut, ich glaube, das sollten wir sie auch nicht kaputt machen oder so. Ich verstehe zwar... Okay, nee. Naja, das sieht hier ja aus wie irgendwelche Sachen hier, wie Leben und Magie oder so. Aber wenn die hier irgendwie eine Wirtschaftssimulation oder was spielen, so wie ich das rausgekriegt habe, dann ja. Aber egal. Was ist da oben? Ach so, nee. Eberkopf? Ein mächtiger Zweiender. Was? Zweiender? Nennt man so einen Eberkopf? Ich habe gehört, das wäre ein Hirsch. Oder ein Elch, wenn man Zweiender sagt. Vielleicht hat der Eberkopf diesem Gasthaus seinen Namen gegeben. Ja, ich würde mal sagen 100 Punkte. Aber ja, er tanzt nicht. Ein Aschenbecher oder so. Hier ist, ja, Flaschen. Betrachte Tür und das Schild. Ja, machen wir mal einfach. Welches Schild? Das hier oder das hier? Eine Tür mit einem Schild. Servers Raum. Zutritt verboten. Steht drauf. Okay. Also ist der Server hier betritt? Nee, ich glaube, das dürfen wir wahrscheinlich nicht. Aber wir sind ja noch nicht mit angucken. Fertig, betrachte die Kiste. Da ist eine Säge drin oder so. Eine Holzkiste mit Werkzeug. Unter anderem eine Säge. Kannst du da vielleicht mal stibitzen? Die Säge entspricht natürlich nicht der Gnomen-Werkzeugverordnung. Und sie ist schon etwas angerostet. Aber ich denke, man kann sie noch benutzen. Okay, ja, wie ist denn die Gnomen-Werkzeugverordnung? Die hätte ich mal gern gewusst. Betrachte Theke. Im Regal stehen angestaubte Flaschen und Krüge. Einige sind noch halb voll. Vielleicht mussten die Besitzer die Stadt überhastet verlassen. Also, Moment mal. Der Besitzer ist gar nicht da. Ich habe gedacht, er wäre der Besitzer. Aber er hat da draußen ja den Marktstand. Also ich weiß ja nicht. Okay, da ist noch ein Glas. In solchen Gläsern macht Mama zu Hause Apfelmus ein. Allerdings sind unsere kleiner. Ah ja, okay, gnomenhafter, ne? Nimm das ein, mach Glas. So, schwupp. Einmachglas, Säge, ah ja, sehr schön. Da die Tee genau betrachten. Von Butterbier über Kürbissaft bis Feuerwhisky gibt es hier alles. Aber ich brauche davon nichts. Okay. Butterbier. Das hört sich ja nicht sehr gut an. Okay, dann sind wir hier erstmal durch. Ja, dann gucken wir mal, ob wir in den Serverraum dürfen. Ich meine, hier steht, bleibt draußen. Aber ja, wir können es ja mal probieren. Da steht Zutritt verboten. Nur weil ich in einer Großstadt bin, werde ich doch nicht zum Gesetzesbrecher. Ja, geht denn vielleicht da doch. Da steht Zutritt verboten. Na gut. Wir reden nochmal. Sie sind immer noch mit ihrem Spiel beschäftigt. Und ich wüsste nichts, was ich sie fragen könnte. Naja, kannst du vielleicht mal fragen, ob du das Säge mitnehmen darfst? Nö. Okay. Naja, wir haben uns das einfach geklaut. Ah, das war Diebstahl, Wilbur. Das ist auch kein Verbrechen, ne? Überhaupt kein Verbrechen ist das. Nö. Okay, dann machen wir uns mal vom Acker. Die merken uns ja eh nicht. So. Okay. Können wir die Tür aufsägen? Das wäre aber schon wegen arg, also, oder? Nee. Naja, egal. Wir gehen mal hoch zur oberen Stadt hier. Ich will hier keine Sachbeschädigung machen. Oh. Stopp! Durchgang nur für Berechtigte. Herr Schildträger? Sie sind der Wächter des oberen Tors? Ganz recht. Und du hast keinen Zutritt zur oberen Stadt. Wie ich ihn unten vor dem Stadttor schon sagte, ich muss dringend den Erzmagier sprechen. Und wie ich dir schon sagte,
Die Wache am oberen Tor hat strenge Vorschriften. Aber warum haben Sie denn nicht gesagt, dass Sie die Wache sind? Ich war nicht im Dienst. Man soll Beruf und Freizeit nicht vermischen. Außerdem ist es doch so viel witziger. Oh nee. Geht so. Ja. Naja, deswegen habe ich dir auch nicht meinen richtigen Namen gesagt, weil es auch viel witziger ist, wenn man einen falschen Namen sagt. Also, was muss ich tun, um vorgelassen zu werden? Irgendwie muss man doch zum Erzmagier kommen. Was muss ich dafür tun? Nur Leute mit einer persönlichen Einladung des Erzmagiers werden zu ihm vorgelassen. Hast du eine Einladung? Könnte man so sagen. Ich habe den Ring. Der ist doch eigentlich eine Einladung. Ja? Ja, natürlich. Und? Wo ist sie? Mein Hund hat sie gefressen. Das ist eine unsichtbare Einladung. Du brauchst meine Einladung nicht zu sehen. Naja, es ist eine unsichtbare, so magisch halt, ne? Es ist eine unsichtbare Einladung. Eine unsichtbare Einladung? So, so. Ja, von der unsichtbaren Universität? Nie davon gehört. Also, wo ist die Einladung? Ach Mann, Wilbur, du musst glaubhaft darüber kommen. Es kann nicht so sein, dass du das immer so Fragen drüber bringst. Dann zweifeln die Leute ja daran. Na gut, mein nicht vorhandener Hund, den ich auch gar nicht habe, hat sie gefressen. Mein Hund hat sie gefressen? Darauf werde ich nicht einmal antworten. Also, wo ist die Einladung? Du hast es aber getan. Du hast geantwortet, dass du nicht drauf antwortest. So, ganz einfach. So, du brauchst meine Einladung nicht zu sehen. Du brauchst meine Einladung nicht zu sehen. Doch. Du brauchst meine Einladung nicht zu sehen. Glaubst du ernsthaft, das funktioniert? Ein Versuch war es wert. Naja. Nicht wirklich. Also, wo ist die Einladung? Nein, leider nicht. Na siehst du? Und ohne Einladung wirst du nie und nimmer zum Erzmagier vorgelassen. Es sei denn natürlich... du wärst selbst ein Magier. Magier dürfen mit dem Erzmagier sprechen? Natürlich. Er ist immerhin das Oberhaupt ihres Ordens. Kennst du etwa einen Magier? Ich wäre selbst gern einer. Und ich wäre gern ein Tautropfen auf dem Hintern einer Waldelfe. Tatsächlich? Wieso? Auf jeden Fall kommen nur Magier oder Leute mit Einladung in den Turm. Ach so, ja, und jetzt wollte ich eigentlich noch vorher zu was, dem einen was sagen, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was es gerade ging. Ja, natürlich war das mit dem Hund, so eine Sache, ne? was war denn da noch? Ja, aber warum zeigt Wilbur den Ring denn nicht? Das ist doch eigentlich was wie eine Einladung. Ein Magier. Ja, hätte ich ja gesagt, du bist selber ein Magier. Du könntest ja ein bisschen flunkern, aber Wilbur schafft es ja einfach nicht. Ja. Also, wenn ich einen Magier auftreibe, dann... Ja, darf ich dann in den Turm? Und zusammen mit einem Magier dürfte ich dann zum Erzmagier? Nee, der Magier dürfte hoch. Du nicht. Aber du könntest dem Magier ja eine Nachricht mitgeben. Aber ich muss den Erzmagier persönlich sprechen. Und ich muss ihm etwas geben. Tja, dann müsstest du schon selbst Magier sein. Ja, ja. Jetzt habe ich es wieder. Ja, der Trick mit der, ich brauche keine Einladung. Du brauchst sie nicht zu sehen. Das war aus Star Wars. Also bei den Jedi-Rittern funktioniert das ja immer, dass die Leute hypnotisieren können hier von wegen, du lässt mich hier durch oder so. Ja, dann klappt das auch. Aber bei ihm eben nicht. So, liegt auch dran, dass Wilbur ja auch kein Jedi ist. So, woran erkennen Sie denn Magier? Woran erkennen Sie denn, ob jemand ein Magier ist? An seiner magischen Aura? Oder am Charisma und der Weisheit, die er ausstrahlt? Am Magierdiplom. Aha. Hä? Jeder ausgebildete Magier hat ein Magierdiplom. Das kann er hier vorzeigen und dann lasse ich ihn hoch in die obere Stadt. Das heißt, wenn ich Ihnen ein Magierdiplom vorlegen kann, dann lassen Sie mich zum Erzmagier?
Zeig mir ein ehrlich erworbenes Magierdiplom, ausgestellt auf deinen Namen, und ich bringe dich persönlich zum Erzmagier. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann werde ich, Gyron Gilberwood, eben der erste Magier in einer langen Reihe von Piraten werden. Viel Glück! Den Magierlehrer findest du im Wirtshaus. Mal sehen, was der von der Idee hält. Ah, Mist, da habe ich mir was eingebrockt. Das muss ich mir auch noch merken, dass ich da damals falschen Namen angegeben habe. Oder wie? Ich besorge dann mal mein Magier-Diplom. Oder wie wird man denn Diplom-Magier? Erst wie kann das. Ich denn Diplom-Magier werden? Du? Gar nicht. Und wie können es andere werden? Es gibt Zaubererschulen. Ein Stück die Straße runter gibt's auch eine. Meister Markus Magische Magierschule. Allerdings hat Meister Markus sie schon vor Wochen dicht gemacht. Jetzt sitzt er den ganzen Tag im Gasthaus vor irgendeinem Rollenspiel. Ich besorge mir mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. Ich hasse den Typ. Mann. Ich kann doch unmöglich eine Magierausbildung machen, nur um in den Turm des Erzmagiers gelassen zu werden. Vielleicht leiht mir ja der Zaubererlehrer ein Diplom. Und wenn ich den Ring abgegeben habe, naja, vielleicht kann ich es dann wirklich mal probieren. Ja, Wilbur, du willst doch eigentlich auch ein Zauberer werden. Warum denn dann nicht? Also das wäre doch der erste Weg. Und allein schon, um dem hier zu zeigen, dass du es schaffst, dass du es kannst, weil es ja auch so von ausgeht, ja, du schaffst es nicht, du kriegst kein Diplom und so weiter. Also das war ja schon wirklich hier unterste Schublade, was du hier sagt. Hier. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hinauf oder so, nö. Wir sprechen aber mit ihm. Ich mag Herrn Schildträger nicht sonderlich. Ja. Ich bin ganz froh, dass ich nichts zu fragen habe. Ich mag ihn auch nicht, so wie er sich da benommen hat. Na, gucken wir uns mal die Träublein ein. Die Früchte sehen aus wie Weintrauben. In Wahrheit sind es aber Trauben eines Gift-Efeus. Als Kind lag ich wegen denen 2 Wochen krank im Bett und habe die Abenteuer des Ritters Thilo gelesen. Aha. Die kannst du nicht zufällig nehmen, um den vielleicht zu vergiften oder so. Nö. Seefels. Das Wappen der Stadt Seefels. Ich kenne es von der Landkarte. Sieht auf dem Schild ziemlich heruntergekommen aus. Wie alles hier. Okay. So, wir gehen jetzt mal hinein. Stopp! Durchgang nur für Berechtigte. Oder ist der Herr Gnom mittlerweile etwa zum Zauberer geworden? Fall doch von deinem Stuhl oder bricht das Genick oder sonst was, ey. Also echt. Spötterer, du. Ja, gut, ich muss also den Herrn Magiermeister hier vom Tabletop-Spielen hier abbringen. Ja, wir können es ja mal probieren, aber ich glaube nicht, dass wir erfolgreich sind. Entschuldigung. So, Sie können mir vielleicht ein Magier-Diplom leihen, Markus. Meister Markus. Ja, könnt ihr einfach eins ausstellen auf den Namen oder so. Meister Markus, ich bräuchte... Psst, ich spiele. Ja, aber ich brauche ganz dringend... Später. Aber ohne Magier-Diplom komme ich nicht... Hör mal, ich habe wirklich gerade keine Zeit. Meine Steuererklärung ist fällig, da freue ich mich schon seit Tagen drauf. Keine Chance. Solange das Spiel läuft, bekomme ich gar nichts von Meister Markus. Ja. Also müssen wir doch hier in den Serverraum und mal so ein bisschen den Finger im Server ausschlackern. Na komm. Es muss wohl sein. Ja, geh rein. Jawohl. Aha. Ein haariger Dämon. Er bedient die Maschine. Ein haariger Dämon. Für mich ist es eigentlich ein Affe. Online. Online steht. Was immer das heißen mag. Ich traue dieser ganzen Technik nicht. Für mich ist das alles Magie. Ohne Magie. Okay, am Aktenschrank geht gar nichts. Was haben wir da noch? Betrachtet den Stuhl. Ah, ich habe gehört, das wäre ein Stehtisch. Der Stuhl sieht genauso aus wie der Stuhl, auf dem der Dämon sitzt. Ich schätze, es ist ein Ersatzstuhl. Okay. Der Stuhl sieht genauso... Ah ja, gut. Betrachte das kleine Gefäß.
Ein kleines schwarzes Gefäß. Könnte ein Tintenfässchen sein. Nimm mal mit einfach. Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme und furchtbare Rache üben. Ach komm, der merkt schon nichts. Safe. Das sieht aus wie Sicherung da hier. Dreht doch einfach mal die Sicherung raus. Oder mach mal hier Klack. Hier, betrachte den Safe. Okay. Für Safe Games. Nee. Oh, der musste sein. Ja. Ah. Der war sowas von flach. Betrachte den Papierkorb. Der Papierkorb steht genau unter dem Schlitz in der Maschine. Seltsam. Tja, weil wohl das alles Mist ist, was da rauskommt. Der Papierkorb ist leer. Ah, dann kommt wohl kein Mist raus. Der Papierkorb ist leer. Okay. Zurück ins Gasthaus. Hier Lichtchen, Lämpchen und der schiebt da immer so ein Ding herein. Hm, wenn wir da vielleicht dann so ein Ding austauschen könnten oder so. Hm. Betrachte die große Holzkiste. Im Schrank sind eine Menge Karteikarten. Auf jeder Karte gibt es eine kleine Tabelle und ein Bild. Die Karten sind alphabetisch sortiert. Hm. Mal sehen. Seltene Gießkanne, Fassungsvermögen 5 Liter. Mit Geranien benutzen, erhöht die Lebensdauer von Topfpflanzen um 2. Epischer Schnellhefter, bietet Platz für bis zu 16 Formulare. Strumpfhalter der Rutschsicherheit, verhindert das Herunterrutschen von Socken. Hm. Auf den Karteikarten scheinen alle Gegenstände aus dem Spiel beschrieben zu sein. Ja, jetzt müssten wir halt erstmal wissen, wie das Spiel funktioniert, aber bringe die Karteikarten durcheinander. Okay, das würde auch vielleicht schon helfen. Dann wollen wir mal den Dämon ärgern. Ah. Hm, okay. Hui. Der Dämon ist verdammt schnell. Er muss über unglaubliche intellektuelle Fähigkeiten verfügen. Ah, Mist, ey. Wir können sie nicht durcheinander haben. Wir betrachten uns mal den Server und den haarigen Dämon. Der Dämon scheint schwer beschäftigt zu sein. Vermutlich muss er Tag und Nacht schuften, um das Spiel am Laufen zu halten. Okay. Dann ist es ja eine Nachteule. Es sieht nicht so aus, als mache er viele Fehler. Wenn die Spieler aufgrund technischer Probleme das Spiel beenden sollen, muss ich wohl etwas nachhelfen. Ja, das versuche ich ja die ganze Zeit. O Dämon, höre! Man nennt mich Wilbur Wetterquarz. Wie zu erwarten war, verstehe ich kein Wort. Hm, willkommen bei Monkey Island. Halt, betrachte den Stuhl. Eine ziemlich wackelige Holzkonstruktion, der Stuhl von Server. Der Stuhl von Server. Er hampelt ziemlich auf dem Stuhl herum. Kein Wunder, dass es bei der Beanspruchung einen Ersatzstuhl gibt. Er hampelt ziemlich... Okay, betrachte nochmal. Der Dämon arbeitet immer noch wie von Sinnen. Dunkle Mächte treiben ihn an. Okay. Hm, aber reden können wir nicht nochmal. Können wir nochmal die Dinger auf durcheinander? Aber es wird nichts bringen. So. Okay. Ja, gut. Wenn ich den Stuhl einfach wegnehme, wird der Dämon es sofort sehen. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Hm. Mist, warte mal. Kann ich den ansägen? Er wird es kaum zulassen, dass ich den Stuhl ansäge, während er draufsetzt. Ah, oder kann ich den da hinten? Den anderen mal ansägen noch. Server ist so mit seiner Arbeit beschäftigt, er wird wohl nichts bemerken. Der Stuhl steht noch, dürfte nun aber ziemlich leicht umkippen. Okay, dann bringen wir den nochmal durcheinander und sägen den Stuhl auch gleich an. Jo. Also, A nach C und Z nach T und ja, jawohl. Oh. Genau, tausche schnell den Stuhl um. Ich habe jetzt gedacht, wir können den ansägen, aber naja. Hm. So. Oh. Wesen aus Fleisch und Blut hätte das wehgetan. Hey, was ist los? Arg. Hier geht ja gar nichts mehr. Ist der Surfer gecrasht? Ich stehe gerade im eingeschränkten Halteverbot. Ich habe hier bald die Faxen dicke. Hm. Da bezahlt man Monat für Monat viel Geld. Die Entwickler machen riesige Gewinne und trotzdem läuft es. Das ist doch alles Schrott bei denen.
Alles völlig veraltete Technologie. Mir reicht sie. Schreib eine Beschwerde. Wenn die ihre technischen Probleme nicht in den Griff bekommen, dann bin ich weg. Yes. Ich erst recht. Ausgezeichnet. Wie es aussieht, muss ich nur noch für ein zweites technisches Problem sorgen. Und die beiden hören endlich auf zu spielen. Okay. Oh, er wacht wieder auf. Ja. Gut, also, das war ja toll. Jetzt hat er ein Ersatzstuhl genommen. Mist. Schau in den Papierkorb. Die erste Beschwerde der Spieler ist schon mal im Papierkorb gelandet. Okay. Die erste Beschwerde... Ja, aber die ist im Papierkorb und ja, ich denke, dass wir den Affen nicht nochmal einfach jetzt so ablenken können. Wir haben ja keine Säge mehr. Aber mir fällt da noch was ein mit dem Einmachglas. Aber dazu komme ich in der nächsten Folge. Deswegen nochmal schon wieder danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, wo ihr hoffentlich wieder alle einschaltet. Ciao, sagt euer Legolas.